herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Ben. Ich habe euch mal so 5 Tipps, was ihr zu Star Wars Battlefront 2 beachten könnt oder tun könnt. Also erstens, achtet auf die Phasen und geht taktisch vor. Besonders interessant ist der Galactic Assault Modus. In diesem versuchen 40 Spieler verschiedene Ziele zu erreichen, beziehungsweise die gegnerische Partei daran zu hindern, ihre zu erfüllen. So, in erster Phase sollen die Klontrupper der Republik Truppentransporter der Separatisten zerstören, während die Separatisten dies natürlich verhindern wollen. In der zweiten Phase müssen sie die Klone zum Palast zurückziehen, während die Separatisten die Sicherheitssysteme ausschalten. So, und das bringt natürlich einen Wahnsinnsvorteil. In der dritten Phase stürmen die Separatisten den Thronsaal, da als der Kontrollpunkt fungiert und die Aufgabe der Klone ist, und diesen Ort so natürlich zu verteidigen. So, und jetzt zur Tipp 2. Die Klassen. Übt den Roger Roger. Es ist wichtig zu wissen, mit welchen Klassen ihr es auf dem Schlachtfeld zu tun bekommt. Deswegen solltet ihr diese Dinge immer im Hinterkopf behalten. Klassen in Star Wars Battlefront 2 besitzen unterschiedliche Hitpoints, wobei der Heavy die meisten Lebenspunkte aufweist und Offiziere über die wenigsten verfügen. Das heißt, manche Gegner brauchen mehr Treffer als andere, um sie zu besiegen. Oft ist es schwierig, diese Klassen in der Hitze des Gefechts voneinander unterscheiden. Ihr müsst hier also gut aufpassen und genau hinsehen. Findet erstmal heraus, wie ihr welche Klasse erkennen könnt und wie viele Treffer sie aushält. Daher ist es ratsam, zunächst im Arcade-Modus zu üben, bevor ihr euch in den Multiplayer-Gefechte stürzt. So bekommt ihr ein Gefühl für die Waffen und für die Fähigkeit der Klasse. Als guter Start eignet sich der Modus Roger Roger, der euch die Möglichkeit gibt, alles auszuprobieren, ohne dem Druck eines Online-Gefechts ausgesetzt zu sein. Ne? So, Tipp 3. Die Starcards sind wichtig. Also immer dran denken, setzt euch außerdem mit den Starcards gut auseinander, durch die euch Spezialfähigkeiten verleihen. Die Starcards liegen in 2 Versionen vor. Die erste Variante wird Boostcards genannt. Diese verbessern eure bereits vorhandenen Fähigkeiten oder die des Schiffs, daher fliegt, also dass ihr fliegt zum Beispiel. Ne? Beim zweiten handelt es sich um die Ability Replacement Cards. Ihr tauscht mit diesen also eine eurer regulären Klassenfähigkeiten gegen eine andere aus. Was halt noch zu beachten ist bei deiner Karte ist, es ist immer nur möglich, 3 Starcards gleichzeitig zu nutzen. Deswegen entscheidet ihr euch taktisch, welche und wie viele ihr in welcher Kategorie nutzen möchtet. Boostcards sind durch ein Plus-Ikon erkennbar. Ability Replacement Cards durch 3 kleine Punkte. Schaut euch immer auf das Schlachtfeld in den Kisten nach neuen Karten oder stellt sie selbst mit Scrap her. An Scrap kommt ihr, wenn ihr Duplikate in den Kisten findet, zum Beispiel. Lootkisten sind ebenfalls wichtig, denn diese sind nicht nur kosmetische Items enthalten, sondern über die Starcards neue Waffen und Emotes. Mein vierter Tipp, gewöhnt euch an die neuen Raumschiffe. Beim Kampf mit Raumschiffen müssen sich Battlefront-Veteranen vermutlich erst die neue Steuerung gewöhnt. Daher einige Hinweise von mir. Im Gegensatz zu Battlefront 1 ist es jetzt nötig, aktiv zu zielen und den Feind mit dem Fadenkreuz zu verfolgen. Ein weißer Kreis zeigt euch dabei an, wohin ihr zielen solltet, um von eurem Schiff aus Infanterie am Boden besser erkennen zu können. Solltet ihr den Zoom-Funktion nutzen, dadurch findet ihr, dass ihr zu nah am Boden fliegen müsst und Fußsoldaten angreifen zu könnt. Ne? Bodenziele lassen sich außerdem gut mit den Ionenkanonen ausschalten. Das gilt besonders für den Truppentransporter. So, mein letzter Tipp ist,
nutzt Kanonen unbedingt aus. Kanonen sind in Star Wars Battlefront 2 sehr wichtig. Hier haben wir einige Tipps für dich. Solltet ihr als Kanonenschütze in einem Truppentransporter spawnen, dann nutzt die aus. Oftmals sind sich die Feinde nicht bewusst, dass das Geschütz bemannt ist, was euch einige Vorteile bringt. Da ihr aber einen Truppentransporter nicht steuern könnt, solltet ihr euch nicht allzu lange mit der Position des Schützen anfreunden. Denn bemerken euch die Gegner, beschießen sie euch von allen Seiten und ihr werdet schnell woanders respawnen. Deshalb bemerkt ihr ein blaues Ikon auf dem Bildschirm, dann bedeutet dies, dass ein paar Ionenkanonen aufgetaucht ist. Holt euch diese sofort, vor allem gegen die Truppentransporter, teilen diese Waffen ordentlich aus. Sollte jemand anders die Waffen aufsammeln, dann beschützt diese Person so, dass ihr die Durchschlagskraft lange nutzen könnt. Okay? Und eure Feinde erkennen aber, wer die Ionen Ionenkanonen besitzt und werden sie gleich daran machen, also dich auszuschalten. Ich hoffe, die Tipps haben euch gefallen und es hat euch gepasst, also für Star Wars Battlefront, und ich bin noch gespannt, was in Star Wars Battlefront 2 noch auf uns zukommt in der richtigen Spielvollversion. Und ich hoffe, es hat euch das Video gefallen und gebt mir einen Daumen hoch. Also Leute, ich verabschiede mich wieder von euch. Bis dann, euer Ben. Ciao.